Ja, mein Name ist Petra Marx. Ich arbeite hier im LWL Museum für Kunst und Kultur, Westfälisches Landesmuseum, seit 15 Jahren und bin zuständig für die Mittelaltersammlung. Bin also eine sogenannte Medievistin, also eine Mittelalterspezialistin, betreue die Sammlung, mache eben aber auch Sonderausstellungen zu verschiedenen Themen. Die Frage ist natürlich berechtigt, warum ich als Mittelalter-Kunsthistorikerin und Spezialistin diese epochenübergreifende Ausstellung gemacht habe. Ursprünglich, als ich die Idee zu diesem Thema hatte, sollte es auch eine Mittelalter-Ausstellung werden. Also ich hatte eigentlich vor, im Jahr 2013, als die Idee aufkam, etwas zu machen über die emotionale Ausdruckskraft von mittelalterlichen Kunstwerken, also von Pietas, von Schmerzensmännern, von bestimmten Andachtsbildern, die eben die Gläubigen zu Mitleid, zu Compassio und zu Nachahmung, zu Imitatio aufrufen. Und das ist ein Aspekt der Medievistik, eben meiner Fachrichtung, die mich selber sehr interessiert. Und ich dachte immer, da kann man eine schöne Ausstellung dazu machen. Und als ich aber länger darüber nachgedacht habe, ist mir klar geworden, dass man keine Ausstellung zu diesem Thema machen kann, ohne eigentlich bis in die Antike zurückzugehen. Da wurzelt ja eigentlich unsere westeuropäische Kunst- und Kulturgeschichte. Und dass es eigentlich auch schön wäre, vom Mittelalter dann den Bogen noch bis in die zeitgenössische Kunst zu schlagen. Und es hat sich als sehr fruchtbar erwiesen. Viele Künstlerinnen und Künstler in der zeitgenössischen Kunst nehmen Bezug auf die christliche Passionsgeschichte zum Beispiel. Für mich war es ein neues Gebiet. Als ich angefangen habe, ich kannte mich aus, wie gesagt, in der Medievistik mit Themen wie Compassio, Mitleiden und so weiter, aber ich kannte mich nicht mit den Gefühlen insgesamt durch alle Jahrhunderte aus. Und für mich war es deswegen ganz wichtig, daneben, dass ich also Spezialistinnen und Spezialisten mit auch für den Katalog hinzugenommen habe, die jetzt nicht nur Kunsthistoriker, Kunsthistorikerinnen sind, sondern zum Beispiel auch einen medizinhistorischen Ansatz haben. Und da haben wir ja den sehr schönen Beitrag von Stefanie Eichberg, eine Medizinhistorikerin aus Berlin von der Humboldt-Universität, die sich damit beschäftigt hat, wo in unserem Körper durch die Jahrhunderte Gefühle lokalisiert wurden. Also ein historischer Überblick, ein medizinhistorischer Überblick. In der Antike war das erst das Herz, später waren es verschiedene Organe, dann ist es der Kopf gewesen. Da haben wir auch Exponate, also wir haben auch medizinhistorische Exponate in der Ausstellung, zum Beispiel den gallischen Schädel. Und wir zeigen im Katalog eben auch Diagramme von Gehirnforschern, wo man eben sehen kann, welche Bereiche im Gehirn aktiv werden, wenn bestimmte Gefühle erlebt werden. Und das ist meiner eigenen Neugier eigentlich geschuldet. Und ich fand das einfach interessant, den Leserinnen des Katalogs und den Besucherinnen der Ausstellung klarzumachen, was bedeutet es eigentlich, Gefühle zu haben und sie auch vor Kunstwerken zu erleben, weil die Gefühle, die wir vor den Kunstwerken erleben, eigentlich ganz ähnlich sind wie die Gefühle, die wir in echten Situationen erleben. Nur, dass das Gehirn ziemlich schnell feststellt, dass es ja gar keine echte Situation ist, die wir erleben. Und dann kommen wir in so einen angenehmen Flow, in so einen angenehmen Zustand, der im Museum auch gerade gesucht wird. Also Emotionen zu erleben im Museum ist ein Grund, warum wir Ausstellungen machen und warum Besucherinnen und Besucher in die Museen kommen. Wir haben ja in unserer Ausstellung tatsächlich ein riesiges Thema mit Passion, Leidenschaft, die Kunst der großen Gefühle ins Auge gefasst. Und es war eine sehr schwierige und auch langwierige Aufgabe, das Thema zu gliedern, auszuwählen, in Themenblöcke einzuordnen und so weiter. Und wir haben uns dann für 6 verschiedene Themen entschieden, die sich auch im Katalog niederschlagen. Und zwar ist das erste Kapitel den Leidenschaften an sich gewidmet, den positiven und den negativen, Liebe, Hass, Freude, Schmerz, Begierde, Ekstase. Das sind so die klassischen Gefühle, die schon seit Aristoteles, also seit der Antike, als Affekte und Leidenschaften aufgezählt werden. Und dort begegnen die Besucherinnen und Besucher ihren eigenen Leidenschaften eben an ausgewählten Kunstwerken in diesem ersten Raum.
Und der zweite Raum ist dann etwas zur Kunsttheorie. Es geht also darum, wie durch die Epochen, durch die Jahrhunderte in Traktaten, auch in Abhandlungen, Kunsttheoretiker und Künstler beschrieben haben, wie nach ihrer Ansicht nach man am besten Gefühle und Leidenschaften in die Skulptur oder auf die Leinwand bringt. Und das geht also los in der Renaissance mit Leonardo da Vinci oder mit Alberti. Das geht dann weiter zur Zeit von Peter Paul Rubens. Roger Dupuy hat sich mit Rubens beschäftigt und hat zum ersten Mal seine Gemälde auch beschrieben, sehr enthusiastisch, also kongenial sozusagen zu der ausdrucksstarken Malerei von Rubens. Und das endet dann im Ausgangsbereich des ersten Raums mit den 7 Basisemotionen nach Paul Ekman, der also zuletzt die großen Gefühle erforscht hat. Der dritte Raum, in dem wir uns auch gerade befinden, ist das Herzstück der Ausstellung. Die Gestalter haben ihn ganz wunderbar für uns in Rosa und Rot getaucht. Also es ist unübersehbar, wo wir jetzt eigentlich sind. Es ist im Rundgang wirklich das Herzstück. Und hier widmen wir uns jetzt den Leidenschaften, die insbesondere mit dem Wort Leidenschaft, so wie wir es heute verstehen, verbunden sind, also mit Liebe, mit Begierde, mit sexueller Erfüllung und so weiter. Und das spielt sich in diesem dritten Kapitel ab. Begriffsgeschichte der Passion und Leidenschaften musste ich mich auch erst einarbeiten und in meinem Aufsatz im Katalog habe ich versucht, das nochmal so weit aufzudröseln, dass man es nachlesen und verstehen kann. Die Wurzel sozusagen des Themas der Passion ist das Wort Pathos, kommt von altgriechisch Paskein und heißt Erleben, Erleiden. Und daraus ist dieses griechische Pathos entstanden. Und Pathos oder Pathos ist eine Stilformel der antiken Redekunst, der Rhetorik. Und in der Rhetorik wird ja nicht nur gesprochen, sondern es wird auch gestikuliert. Und der Rhetoriker, der Redner soll sozusagen mit seiner Sprache, mit seiner Gestik, mit seiner Mimik sein Publikum überzeugen. Und das ist dann sozusagen übernommen worden aus der Rhetorik in die Kunsttheorie. Es gibt keine antike Kunsttheorie, sondern es gibt eben die Rhetorik, die dann übernommen wurde. Und dann hat sich der Begriff weiter verändert. Und das Wort Leidenschaft ist eine Erfindung des 17. Jahrhunderts, für das Wort Passion, aber nur im Sinne von Passion Christi, also Leidensgeschichte Christi. Und Passion wiederum ist eine Ableitung von Pathos. Also Passion bedeutet eben auch erleiden, erleben. Hauptsächlich jetzt ist es uns bekannt eigentlich für die Leidensgeschichte Christi und deswegen ist das so ein ganz witziges Wortspiel geworden, dieser Titel, weil Passion eigentlich Leidensgeschichte Christi ist, aber auch die Leidenschaft und das Wort Leidenschaft, auch Leidenschaft, also es ist eine Leidenschaft der Leidenschaften geworden. Und das war natürlich ein Zustand, der mir auch während der Arbeit gut gefallen hat, also in diesem leidenschaftlichen Zustand zu sein. Ja, und es kann man in keine andere Sprache übertragen. Also der englische Titel ist Passion and Fever und weil das Wort Passion, also es gibt in anderen Sprachen ja Passion, es gibt Passion, es gibt Passione, aber das Wort Leidenschaft ist wirklich eine deutsche Einzigartigkeit und die kann man nicht einfach so übersetzen. Und deswegen ist dieser deutsche Titel auch so ein Wechselspiel. Als wir uns das große Thema Passion, Leidenschaft, die Kunst der großen Gefühle vorgenommen haben, war uns von Anfang an klar, dass wir das sehr, sehr auf Europa zentriert machen, eigentlich auf Westeuropa, also sozusagen auf das christliche Abendland, in dessen Kunst und Kultur wir und die meisten Besucherinnen jetzt hier groß geworden sind, weil es nicht möglich war, bei diesem großen Thema auch noch andere Völker, Kulturen, Religionen mit aufzunehmen. Das hat es vor einiger Zeit mal gegeben in einer Ekstase-Ausstellung in Stuttgart, die ich mir natürlich auch angeschaut hatte, aber das haben wir hier komplett außen vor gelassen. Also wir haben sozusagen die beiden Einschränkungen, wenn man so möchte, einmal Westeuropa und das andere ist Emotionen in der Körpersprache. Also wir zeigen keine abstrakten Gemälde, die natürlich auch sehr ergreifend und berührend sein können. Wir zeigen auch keine sentimentale Landschaft oder Ähnliches, sondern wir zeigen das, was durch die menschliche Körpersprache an Emotionen in der Kunst transportiert werden kann. Oh,
das ist eine schwierige Frage. Okay, ja, wenn Sie mich fragen nach meiner Meinung, also ob in der letzten Zeit die Politik emotionaler geworden ist und wie sich Verstand und Emotionen sozusagen auch in der Politik die Waage halten, dann würde ich antworten, ja, die Politik ist emotionaler geworden. Wir haben Hate Speech, wir haben Wutbürger, wir haben Shitstorm und all das. Aber auf der anderen Seite glaube ich ehrlich gesagt, dass diese Emotionen mit sehr viel Vernunft eingesetzt werden. Auch wir sind ja praktisch unseren Emotionen nicht hilflos ausgeliefert. Emotionen können bewusst eingesetzt werden. Und ich finde das gerade so gefährlich, dass jetzt in der Politik, also gerade in der Propaganda von Rechtspopulisten und so weiter und so weiter, Emotionen eingesetzt werden, aber es sind keine echten Emotionen, sondern es sind Emotionen, die uns berühren sollen und überwältigen sollen, uns beeinträchtigen sollen. Und auch all das, was Donald Trump veranstaltet, halte ich nicht für wirkliche Gefühle, sondern es ersetzt auf diese Gefühle, um sozusagen seine Wählerinnen und Wähler damit zu überwältigen und für sich zu gewinnen. Und das ist eigentlich jetzt wirklich eines der schlimmsten Beispiele der letzten Zeit. Aber es ist nicht so, dass Emotionen einfach passieren und dass man nichts dagegen machen kann und dem ausgeliefert ist. Ich glaube wirklich, dass Emotionen sehr gezielt und gesteuert eingesetzt werden, auch in der Politik und gerade da. Ich selber als Kuratorin habe natürlich ein Interesse daran, dass gerade weibliche Themen auch in meinen Ausstellungen oder auch in dieser Ausstellung besonders vorkommen. Und mir ist dann im Zuge der Beschäftigung mit der Emotionsforschung, mit der Emotionsgeschichte klar geworden, dass sich viele Frauen auch schon damit beschäftigt haben, wie eigentlich die männlichen und weiblichen Emotionen verteilt sind. Und da gibt es natürlich entsprechende auch Klischees. Und sehr interessant fand ich die Tatsache, dass das Wort passiv, also Passivität, die ja gegenüber der Aktivität der Männer eher auf den Frauen zugeschrieben wird, ebenfalls vom Wort Pathos und Passion sich ableitet. Das heißt also, das, was man als Erdulden, Erleiden eher auf der weiblichen Seite sieht mit dem Wort passiv, kommt ursprünglich ja eigentlich auch von der Leidenschaft und von dieser Bewegtheit her. Das fand ich für mich ganz interessant. Und das andere ist eben, wir haben jetzt hier im Hintergrund hinter mir ein Gemälde und da geht es um männliche und weibliche Leidenschaften, Liebespaare, die sich in dieser arkadischen Landschaft zeigen und das Ganze eben in der Sicht der Renaissance, wo auch die Männer immer natürlich über die Frauen dominiert haben, auch in der Liebeswerbung und so weiter und die Männer verführen und überwältigen aber auch die Frauen. Das heißt, die Männer sind der aktive Part, die Frauen sind der passive Part und das ist ein absolutes Klischee, selbstverständlich. Und es war mir auch wichtig, dass das im Katalog vorkommt und wir haben hier eine Kunsthistorikerin von der Universität Münster, das ist die Ursula Frohne und die hat diesen Aspekt in ihren Aufsatz auch mit eingebaut. Wenn Sie mich nach einem Lieblingsobjekt in der Ausstellung fragen, dann kann ich Ihnen sagen, dass ich jetzt während unseres Interviews die ganze Zeit meinem Lieblingsobjekt gegenüber gesessen habe, in einer Vitrine. Das ist ein Handtuchhalter aus dem frühen 16. Jahrhundert von einem Bildhauer namens Arn van Tricht. Und das ist ein Handtuchhalter, der besteht aus einem Liebespaar. Also ein Mann und eine Frau, die sich sehr innig küssen und herzen. Und es ist auch klar, worauf das Ganze hinauslaufen soll. Es ist also höchst erotisch und auch zielgerichtet sozusagen. Es ist aber ein Narr und eine Frau. Und es ist eine unstatthafte Liaison. Der Narr hat so eine hübsche Kappe mit Eselsohren. Es sitzen noch andere kleine Narren mit Musikinstrumenten, den beiden auf der Schulter. Und dieser Handtuchhalter ist eigentlich eine Warnung vor der Sünde des Ehebruchs. So ist es gemeint. Aber ist einfach so schön und auch so fröhlich und scheint auch so ein bisschen ironisch zu sein. Vielleicht ist es unser moderner Blick heute. Jedenfalls habe ich den ganz besonders ins Herz geschlossen.
Ja, die Ausstellung hat sehr viel Spaß gemacht, wie auch der Titel, also so wie der Titel Passion, Leidenschaft, die Leidenschaft der Leidenschaften, also das war wirklich meine Hauptemotion, wobei es gab auch Höhen und Tiefen. Ich habe das auch in meiner Eröffnungsrede gesagt, es gab Frust und Trauer, Enttäuschung und dann wieder ganz große Begeisterung, wenn was zugesagt worden ist, zum Beispiel der Biviola für den Pazio, der erst auf der Kippe stand, oder auch andere Kunstwerke, die uns abgesagt worden waren, die uns dann interessanterweise wegen der Corona-Pandemie zugesagt worden sind, weil andere Ausstellungen abgesagt worden sind. Und zu uns sind tatsächlich alle Kunstwerke gekommen, die wir haben wollten. Also kein einziges ist nicht gekommen wegen Corona. Alle Kuriere sind gereist, auch die aus den damaligen, muss man ja schon sagen, Risikogebieten, also aus Belgien und so weiter. Heute könnten vielleicht auch die Kuriere aus Berlin gar nicht mehr hierher kommen. Thank you.